Hi, herzlich willkommen zu einem Dark Souls Let's Play. Das letzte Mal haben wir voll viele Bosse und so besiegt und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in der Folge war. Auf jeden Fall haben wir viel geschafft und dieses Mal werden wir hoffentlich genauso viel schaffen. Mindestens. Aber wir müssen jetzt erstmal... Warte mal, laufe ich falsch? Ne, ich laufe richtig, okay. Wir müssen jetzt erstmal wieder dahin laufen, weil dieser doofe Drecksack mit seiner doofen Keule uns einfach gewonnen hätte dann. Was überhaupt nicht klar geht. Ich habe jetzt wieder... Ich muss mich jetzt eh erst wieder ein bisschen einspielen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt eh erst wieder voll gehittet und... Was soll... Ich muss hier mal ein bisschen... So, Platz schaffen. So, geht doch. Wo ist er denn? Jo, hallo? Aha! Dich habe ich nicht vergessen. Oh ja! So, wir killen die noch nicht mit 3 Hits. Schade. Aber wir werden es überleben. Ich werde jetzt auch erstmal ganz kurz woanders hingehen und nicht da rechts lang, sondern zu dieser einen Tür. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal getestet habe, aber ich glaube nicht. Schauen wir mal. Fatz. Versager. Wie sieht es eigentlich mit dem Schwert aus? Ist es genauso gut? Da ist das Item. Hä, war hier nicht die Tür? Oder kommt die erst später? Jetzt bin ich schon ein bisschen verwirrt. Huh, Alter. Erschreckt mich nicht. Ja, ich habe so ein paar Sachen vergessen. Noa. So ein Drecksack. Okay, ich weiß nicht. Vielleicht wechsle ich doch gleich die Waffe. Okay, die ist um einiges schlechter. Nein, hör auf. Aua. Hör auf. Solche Drecksäcke. Das geht ja gar nicht. Nein. Alter. Ich schlage mich hier erstmal voll kaputt. Das war schlimm, ich habe eine Weile nicht gespielt und jetzt werde ich mal wieder von diesen Büschen hier kaputt gemacht. Voll traurig. Die sind auch so schwach. Mann, ey. Egal. So, hey Tür, was geht? Verdammt. Ja gut. Dann gehen wir halt wieder hier runter, war ja klar. Mann, oh Mann, oh Mann. So ein Dreck. Aber wir werden es überleben. Ich will immer noch zu dem Item dahin, aber ich weiß nicht wie. Voll fies. So, wo ging es jetzt? Das ist ein viel längerer Weg, als ich es in Erinnerung habe. Ist voll widerlich. Egal. Hier sind wir. Und wir müssen auch noch irgendwann diesen doofen Ritter da unten besiegen, oder nicht? Den haben wir auch noch nicht besiegt. Aber das kann warten. Oh Gott! Ja, okay. Hups. Der erste Tod in der Folge. Yay. Ja. Es war nicht gewollt. Oh Mann. Ja, toll. Und den ganzen Weg wieder laufen. Mann. Egal. Wir schaffen das ja relativ flott. Auch wenn ich mal gerne wieder ein... Dings hätte. Ein Feuer. Wo wir dann von da aus dann weitergehen können. Ist ja natürlich cool. So. Wenn ich schnell genug angreife, können die mir nichts. Versager! Ey, und hier sind auch gleich meine Seelen, auch wenn es nicht allzu viele sind. Lohnt sich überhaupt, gegen den hier zu kämpfen? Hey, komm doch! Ja, was willst du eigentlich? Der trifft mich nicht mal! So ein Versager. Ey! Nein! Schöne Item! Mano! Dann halt nicht. So. Moment. Hier lang. Ich will nicht sterben. Spiel. Spiel will mich umbringen. Okay, okay, das ist jetzt nichts Besonderes bei Dark Souls, um ehrlich zu sein. Es heißt nicht umsonst Prepare to Die Edition. Also, die habe ich. Also das ist, glaube ich, die mit den DLCs. Also macht euch gefasst auf DLC-Zeugs irgendwann in 10 Millionen Jahren, falls ich es irgendwann mal so weit geschafft habe. Auch wenn da die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass ich das schaffe. Nein, doch ist es. Das ist natürlich voll hoch. Bin ich voll der Profi. Man sieht's, wie ich vorhin zum Beispiel gestorben bin. Das schaffen nur die größten Profis. Die profigsten Profis. Ich glaube, ich könnte da auch einfach anders laufen. Es wäre viel einfacher. Aber das wäre viel zu einfach.
So. Wir sollten auch einmal noch kurz zu dieser Hydra da gehen und schauen, wie wir die kaputten. Die ist nämlich voll böse. Aber ich will jetzt erstmal den Penner besiegen. Weil vielleicht gibt es ja nach dem so ein Feuer, wer weiß, weil das ist ein fieser Gegner. Und nach den fiesen Gegnern gibt es meistens sowas. Können wir den gegen den überhaupt schilden? Jo, was geht? Ich bin hier gar nicht, das ist eine Lüge. Du lügst doch. Ah! Ja, was willst du? Ha! Nein! What the fuck, wo hat er den angegriffen? Oh je. Okay, okay, warum machen wir so wenig Schaden? Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt hin sollten. Bye! Versager! Hoffentlich verfolgt er uns nicht. Okay, was scheint da gerade irgendwas mit Untoten? Kennen wir ja schon. Irgendwie Untotengebiete, hier ist alles voller Untoten. Gott, ich höre seine Schritte, der verfolgt uns. Lass mich in Ruhe! Wahrscheinlich sind hier oben jetzt auch 15 Gegner. Oh. Du Arsch! Der hat uns verfolgt, Mann! Wappenring, brüllender Drache! Ich setze den Wappenring der brüllenden Drachen verdeckt! Warte mal. Ja gut, es ergibt keinen Sinn, wenn man den verdeckt eingibt, dass man auch noch sagt, was es gibt. Ja. Genau, das hat gerade voll Deutsch gegeben. Nein, das war gerade voll schlecht! Ich bin zu dumm zum Reden, so. Vergesst den letzten Satz oder die letzten paar Sätze, die ich gesagt habe. Weil die waren nicht deutsch und einfach nur behindert. Danke. Gut, dass ihr das jetzt vergessen habt und ja, können wir jetzt weiterspielen. Hoffentlich dieses Mal nicht so peinlich. Ey. Hey du Drecksack, ja? Genau du. Sterbige. Drecksack. So, an dem zweiten können wir vorbeirennen. Der kann jetzt mal kreuzweise sein. An dem müssen wir gar nicht lang. Also, genau. An dem müssen wir nicht lang. Ich bin auch so ein Held. Was ist denn los mit mir? Das Spiel, das braucht schon so viel Gehirnkapazität, dass ich nicht reden kann, Mann. Was soll das eigentlich? Hey, das ging viel schneller als davor. Ach nee, es geht noch weiter runter. Ich war gerade verwundert, dass wir so schnell unten waren. So. Wenn ich jetzt hier unten lang gehe, ist es trotzdem noch richtig? Ja, passt. Okay. Was sagt's denn? Und hier wäre dann der doofe Ritter, oder? Wenn wir da weitergehen, ich weiß es gerade nicht mehr. Ist schon eine Weile her, als wir da lang gegangen sind. So, jetzt ist nur die Frage, wie wir diesen Penner da wegbekommen. Ich krieg den nicht weg. Ist bestimmt interessant, mir dabei zuzusehen, wie ich gegen so einen Popeltypi da verreckt die ganze Zeit. Aber was soll man machen? Ich kann ja mal versuchen, den zu backstabben, nachdem er uns einen Angriff gemacht hat. Wäre bestimmt ganz cool. Hoi, ja! Du Drecksack, du! Ja, genau, du! Oh. Oder er stellt sich einfach an die Wand. Das geht natürlich auch. What the fuck? Okay, habe ich ihn erwischt? Ich glaube, es war erwischt, ohne dass sein Dings dabei war. sein Schild. Und es hat... Alter... Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Ich glaube ja nicht. Wie zur Hölle? Ich glaube, wir sind hier falsch. Aber die Tür oben ist ja jetzt offen, vielleicht. Komm schon, greif noch einmal an. What the fuck? Ja, du denkst so, ich kämpfe gegen dich. Ha, Versager! Lass mich ruhen. Ist die Tür offen? Bitte sag mir, die Tür ist offen. Ich will da nicht mehr hin, Mann. Sind hier meine Seelen? Einfach rennen. Irgendwann wird er mich schon in Ruhe lassen. Tür offen, bitte. Ja, da ist ein Skelett-Typi. Hallo. Nein, ich hab's nicht so gemeint. Nein. Ach Gott, verdammt. Wo bin ich? Warte mal. Ich kenne den Ort! Ah! Lass mich in Ruhe! Ist hier der Typ noch? Nein? Gut. Trink! So, nochmal. Ihr Drecksäcke!
Mann! Wie jetzt? Oh ja! Getötet. Oh Mann! Da ist immer noch die Kiste, die ich haben will. Super. Ich will die Kiste. Hallo. Oh ja! So. Na gut, dann holen wir uns hier halt die Kiste. Oh. Ja, ja, ich erinnere mich an die Stelle hier. Ey! Cheater! Nein, pfui. Boah, wie einfach die jetzt kaputt gehen. Voll gut, Mann! So, wo bist du? Du bist auch noch da, richtig? Ha! Ah! So, ich kann mich daran erinnern, dass die hier schwerer waren, mal. Verschlossen. Ah! Ich glaube, ich kann mir die Kiste nicht holen. Okay, was soll ich hier? Gehen wir einfach wieder die Richtung. In die Richtung, danke. Warte, da haben wir schon gekämpft. Gegen... Oder wir haben uns den doofen Ring erschlichen. Jetzt können wir hier runter, okay? Schön. Oh. Es ist immer noch die Frage, was wir gegen den Penner da unten machen, der einfach mal alles aushält und mehr. Was soll der? Können wir hier nicht jemanden herrufen oder so? Ja, vor allem nicht, weil wir eh nicht menschlich sind, aber... Trotzdem. Der ist so fies. Vielleicht sterben wir ja jetzt und dann ist alles gut, richtig? Nein. Danach, wenn wir den nicht kaputt kriegen, kämpfen wir einfach gegen die Hydra. Hey, was geht, du Drecksack? Ah, ich kann sein Dings schilden. Sehr schön. Ich bin da schon mal relativ sicher. Nein. Oh, doch nicht. Ich hab's nicht so gemeint. Tut mir leid. Nicht angreifen. Stopp. Ich seh nichts. Lass mich ruhig. Ich hab's. Nein, stopp! Ah! Hoho. Ich muss einfach 10.000 Mal backsteppen, dann geht es. So. Ah! 70 Schaden immer. Ist nicht viel, aber. Was man. Für was man nicht so alles kämpft. Alter, du darfst dich nicht einfach so umdrehen. Du Drecksack, du. Aber selbst wenn ich ihn blocken kann, ihn backsteppen. So ein Versager. Na los, mach mal. Okay, und... Hotter! Gut, das gefällt mir. Die Taktik. Wenn wir da sowieso sicher sind, so gesehen. Oder so. Und er verkackt einfach allgemein. So. Hallo! Solange er keine andere Attacke einsetzt, ist alles gut. Ja, was machst du? Du musst doch angreifen, du Penner. Ja, geh mal ein bisschen in die Mitte und jetzt... Los! Mein Schild ist weg. Doch nicht. Ich glaube, der lernt so ein bisschen dazu. Oder auch nicht. Patz! Bald haben wir die Hälfte vom Sableben weg. Oh. Oh! Das ging schnell. Oh. Ah! Okay. Irgendwas ist anders! Das geht nicht! So, jetzt aber. Fatz! Wie gefällt dir das, hä? Penetriert zu werden von hinten. Pervers. Also wirklich. Fatz! Also ich meine, jetzt ist so eine Rüstung auch noch. Was der für Fetische haben muss hier. Ich bin nicht so froh mit dem Ort hier. Oh. Hey, komm mal hierher. Ja, hierher. Los. Bist du kaputt gegangen? Hallo? Hallo? Oh, ich dachte gerade, der wäre kaputt gegangen. Oh. Bin ich! Oh, knapp. Okay. Ich verstehe nicht, warum der manchmal nichts macht. So. Hä? Was willst du eigentlich? Du und dein komischer Keil-Dings. Was auch immer du als Waffe hast. Dein schräges Ding da. Bestimmt irgendwas Perverses, Alter. Okay. Wenn er keinen Backstep bekommt, sofort weggehen. Sonst könnte es gefährlich sein. So. Bitte geh nicht in die Ecke rein. Okay. Nicht zwischen die Wand gehen.
Das ist gar nicht schlau. Hey, komm her! Ja, was denkst du eigentlich? Komm schon, das ist so knapp! Oh Gott. Ah! Stamina, Stamina! Kommando! Dunk! Komm schon! Ich glaube, wenn er so zweihändig ist, dann habe ich ein kleines Problem mit Backstabben. Oh Gott, warum hat das gerade zu wenig Schaden gemacht, Mann? Hoffentlich kann er seine Waffe nicht werfen, das wäre natürlich doof. Was? Endlich! Oh, schönes Item, oder? Havelsring. Havelsring, Havelsring. Was machen die beiden nochmal? Was machst du? Versteckt, achso, erhöht maximale Ausrüstungslast. Sehe ich das da rechts? Nö. Verteidigung mit TP gering, ja. Pff. Mit TP gering bin ich sowieso tot. Also ist das mir relativ egal. So. Nicht schlecht. Jetzt könnten wir noch versuchen, gegen die Hydra zu kämpfen mit überhaupt kein HP. Das wäre natürlich auch toll. Und jetzt ist die Frage, wie wir die Steinmenschen loskriegen. Ich frage mich, ob wir da einfach rüberrennen können. Und dann... Ach, die Hydra, den Rest! Au, au, au! Das ist keine so tolle Sache. Au, ai, ai. Ah, 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 ah. Aua! Oh, oh. Oh, oh! Warum werden die nicht angegriffen, Mann? So, komm schon. Bin ich hier sicher? Ah, ich bin mir da bestimmt sicher, oder? Hallo, Hydra, was geht ein? Okay. Man kann es ja mal versuchen. Irgendwie müssen wir da hin. Und dann muss die irgendwas anderes machen, weil sonst kann man sie nicht töten. Ich hoffe einfach mal, dass sie da was anderes macht. Ich glaube nicht, dass... Es wäre langweilig, wenn da irgend so ein Monster wäre. Man könnte es nicht mal töten. Hallo? Das wäre doch nicht Dark Souls, Mann. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht doch. Oh, okay. Dann gehen wir halt wieder los. Es ist nur die Frage, wie es eigentlich unsere Ausrüstung aussieht, wenn wir jetzt hier was anderes nehmen. Warte, das ist ein Wasserangriff. Das gibt's hier nicht. Also was zählt es dann? Gibt's hier sonst noch was, das irgendwie Magie der Frucht macht? Wahrscheinlich nicht. Na gut. Dann geht's wieder hier lang. Und dieses Mal mit Heilungs-Items. War... Oh. Das war knapp. Oh mein Gott. Habt ihr es gesehen? 3 Hits durch und er war tot. Irgendwas ist passiert. Wir haben uns nicht mal hochgelevelt. Und trotzdem ging das. Ja, Mann. Das ist nicht nice. Voll geil. Also sind wir irgendwie stärker geworden. Vielleicht haben wir mehr Angriff bekommen, weil wir irgendwie jetzt die Last, die Ausrüstungslast runterbekommen haben, weil wir jetzt mehr Ausrüstungslast haben. Warum das so sein sollte, keine Ahnung, aber vielleicht ist es so. Das ist so ziemlich das Einzige, das ich geändert habe. Also, yeah, wer weiß. Interessant, höchst interessant. Blub. Weiter runter. Und dann... Müssen wir erstmal was gegen diese doofen Kristall-Arschköpfe machen, weil, wie es aussieht, gehen die nicht so einfach weg. Mann, oh Mann, oh Mann. So viel harte Arbeit hier. Seid ihr? Hallo? Da hinten. Da ist schon mal einer. Aber wir wollen mehr als nur einen. Hey, du komm! Du kannst doch eh nichts. Genau, richtig. So sieht's aus. Da sind schon mal die doofen Wasserangriffe. Was ist das überhaupt für ein Angriff? Es gibt so eine Magie gar nicht. Ey. Oh, Alter. Frame Rate. Einbruch. Mach die Attacke nie wieder. Danke. Ich kann nichts sehen. Das ist schlecht, wenn ich nichts sehen kann. So. Einfach mal 2 Händen. Der scheint eh nicht so die stärkste Attacke zu haben.
40 Schaden machen wir so. Den machen wir ohne Zweihand. 24, oha, das ist ja ein riesen Bonus an Angriff. Nicht schlecht. Ich hätte gerne natürlich meine Seelen zurück. Ohne von der Hydra zu vergewaltigt zu werden. Her damit. Hallo, lass mich bitte in Ruhe. Du kannst aber die doofen Kristallmonster angreifen. Wo sind gerade die Angriffe hin? Die sind einfach verschwunden. Einfach ein Baum abgesplittert. Wie schlecht, Mann. Alter, die Attacke mag ich nicht. Hör auf damit. Die darfst du ab sofort nicht mehr machen, okay? Ich sag dir, die darfst du nicht mehr machen, Mann. Ja, komm doch. Komm doch, hä? Komm doch. Oh Gott, der andere kommt auch noch. Das finde ich nicht so gut. Ey, ihr dürft nicht zu zweit kämpfen. Das ist gegen die Regeln. Wenn er so macht, dann mache ich das auch. Dann hole ich hier meinen Kumpel die Hydra dazu, ja? Die bumst euch in Stücke. Vielleicht. Wahrscheinlich werde ich gleich in Stücke gebumst. Oh, ich kann das blocken. Oh, macht mir nicht so viel Angst, Mann. Ah! Alter, ihr schummelt doch. Huh. Komm schon. Okay. Lass mich in Ruhe. Ah, oh. Wie zur Hölle. Ja, ja. Komm ruhig her. Hat's. Oh. Voll erwischt. Das tut bestimmt weh. So. Komm schon. Okay. So waren wir halbwegs sicher. Oh Gott. Okay, wir sind da sicher. Schnell weiter. Und. Okay, wie sollen wir denn dies blocken, Mann? Ah! Komm schon. Was zur Hölle? Ich glaube, wir sollten doch woanders hin. Aber das sind jetzt die Seelen. Egal, scheiß auf die Seelen. Ich glaube, das wird da nichts. Es sei denn, wir holen uns ganz viele Pfeile und unseren Bogen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das wäre natürlich voll pussig und voll langweilig, aber das wäre eine Idee wert. Und zwar da, wo wir irgendwie sicher waren, aber nee, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir gehen wieder zurück und dann, keine Ahnung, schauen wir mal, wo wir da lang können. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Oh, und warte, Moment, mir fällt sogar was ein. Ich habe sogar was übersehen, und zwar hat mir jemand gesagt, dass ich was übersehen habe. Also, dass es dann noch woanders lang geht. Da, wo wir den ersten richtigen Boss da besiegt haben. Da soll es noch irgendwo anders hingehen. Hm. Schauen wir mal. Und jetzt müsste ja hoffentlich dieser doofe Drecksack da mit seinem doofen Mega-Klumpen-Waffenzeug, der wohl so viel ausgehalten hat, der müsste da jetzt nicht mehr sein, hoffentlich. Wäre natürlich schön, wenn wir da vorbei könnten. Auch wenn wir jetzt 4000 Seelen bei diesem doofen Drecksvieh da lassen. Mann, oh. Ich weiß auch nicht, wie wir den Wasserangriffen ausweichen soll. Ich meine, wir können die ja nur irgendwie blocken, aber wenn es so viele sind, können wir es natürlich nicht blocken. Das wird dann nichts. Das wird nichts. So. Okay, hat ein bisschen Schaden gemacht, aber ging eigentlich. So, jetzt schön weiter an diesen doofen Gegnern vorbei und wieder zu den schönen netten Gegnern, die wir alle gewonnen haben, so ganz nett. Das hat Spaß gemacht. Ja, ja. Dann können wir schön irgendwas machen, keine Ahnung. Ich habe gerade nach oben geklickt, um zu schauen, weil es ist ja leer da oben, zu schauen, was da ist. Aber da ist nichts. Nichts und nichts. Und bist du da? Nein? Ah, schön. Schön, 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 schön. So muss es sein. So, schauen wir mal. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst den Schlüssel hierher bekommen, um wieder zurückzugehen. Also, hätte ich mir das auch denken können. Ehrlich zu sein. Aber sowas denke ich mir natürlich nicht. Oh Gott.
nicht die Wand angreifen, ich. Obwohl er sein Schild da hatte, hat ihm wohl nicht viel geholfen. Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier hin und gehe ans Feuer. Ich raste erstmal da, weil sonst bist du wieder bei dem Ort da voll doof. Dingsen. Und Moment, wo war denn das Feuer? Ah ja, Moment. Das vergesse ich nicht. Hier sind blöde Penner oben. Moment, da war doch der... Hä, da war doch der Drache. Oh Gott. Aua! Ihr schummelt doch! Ich konnte mich noch nicht mal bewegen. Drecksäcke. Oh Mann. Runterklettern. So, irgendwie... Wie kann man hier schneller runter? Hm, vielleicht geht es hier nicht. Ich habe halt... Ich habe ja, wie gesagt, schon mal so ein paar Dark Souls 3 Videos gesehen. Und da kann man irgendwie die Treppe runterrutschen. So, bitte sag mir, dass der Boss für immer tot ist. Okay, gut. Mann. Oh, warte. Das ist schon ziemlich... Ach nein, doch nicht. Ich dachte, hier kann man schon hoch. Sonst wäre das sehr offensichtlich gewesen, dass man da lang kann. Also hier kann man hin. Sind wir hier auch hingegangen? Achso, ja, hier sind wir hingegangen. Oh, hey. Jetzt gibt's hier... Aha! Hier kann man hin. Sehr schön. Gibt's hier hinten ein Feuer? Feuer. Hallo. Nö, hier war auch ein Typ, der mit uns geredet hatte. Oh, das war doch der Solär-Typ, oder? Nein, warte. Den... Oder? Ich weiß nicht mehr. Und da konnten wir uns die Seelen herschummeln, so fast. Achso, warte, wie haben wir die Tür geöffnet? Das heißt, das ist das hier unten, das ist ein neues Gebiet. Hm. Das ist eine sehr, sehr lange Treppe. Nicht Treppe, Leiter. Das macht mir Angst. Weil wir jetzt in die Tiefen der Hölle hinabsteigen oder so, Scheiß. Nein, nicht. Ah ja, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Jetzt kenne ich ja nichts mehr. So ein Scheiß. Hallo? Hm? Okay. Hier ist nichts. Oh, Feuer. Ratten. Ah, die war so schnell, die Ratte. Warum ist sie so schnell, die Ratte? Die Ratte... das ist keine Ratte. What the fuck bist du? Ah! Warum war der so Alter. Okay, was ist das, was das der bei uns machen wollte? Der wollte uns... Keine Ahnung, da war ein komisches Zeichen, das ich noch nicht kannte. Alter. What the fuck? Wo zur Hölle ist ein Gegner? Ich höre doch, Leute. Ich höre Fußtrappen. Oh, hier kann man durch. Vielleicht. Hallo. Da ist jemand. Öffnen. Hallo. Was? Ey, Alter, die gehen so einfach kaputt. Warum? Boah, wir können... Warte. Wir können unser Schild oben haben, dabei angreifen und nicht erwischt werden. Ach, ich weiß warum. Hä, sind wir jetzt nochmal im Kreis einmal gelaufen? Den Ort kennen wir doch auch schon. Hä? Naja. Das Spiel macht mich fertig. Okay. Nein! Ich hab grad so Schiss gehabt. Okay, aber den Ort hier unten, den kennen wir noch nicht. Weil hier war ein Hund und den Hund oder was auch immer das ist, kennen wir noch nicht. Okay. Ja. Ah, nein! Oh, erschreck mich doch nicht, du dreckiges Kötervieh, was auch immer du bist. Kommt da noch einer? Alter! Alter, echt? Ich sag grad zu oft Alter, aber... Der ist doch den Boden geglitscht, der Sack. Okay, hier kommen irgendwo Feuerteile hergeworfen. Von diesen Pennern. Lass mich in Ruhe. Sind die da? Da hat doch irgendjemand nach uns was geworfen. Hey! Ich dachte gerade, das wäre ein Brunnen, toller Brunnen. Okay. Oh Gott, so viele Wege wieder. Was ist hier? Können wir nichts machen.